Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Letztes Mal haben wir vom neuen Personensteg die von hier aus gesehen linke Seite gefilmt, also die Südseite mit den neuen Plakaten. Diesmal möchte ich die rechte Seite abfilmen, wobei ich denke, es werden die gleichen Fotos sein. Aber das sehen wir gleich. Jetzt erst noch einen kleinen Blick auf die Baustelle. Im Vordergrund Baufeld 14. Da wird gerade an der Außenwand eine Folie, ist wahrscheinlich das falsche Wort, eher so eine Mineralschicht, wasserdurchlässig angebracht. Das sieht aus wie Abtransport der Deckenbalken vom Personensteg, der gerade abgebaut wird. Also es beginnt mit Hauptbahnhof Ulm, Nordkopf Bahnhof Ulm, also das sind die gleichen Bilder. Trotzdem sind sie einfach cool. Die erste Armierungseisenlage ist offensichtlich auf der neuen Kirchstützenschalung in Baufeld 13 angebracht.
Wir sind am Monatsbau angekommen und da schwenken wir einmal rum und laufen auf die andere Seite. Denn da haben wir den Kran direkt vor der Nase, das meinte ich aber gar nicht. Ich meinte eher, wir können uns die Innenschalung von K3 anschauen und das machen wir gleich, nachdem dieser Transport vorbeigezogen ist. Und wir einen Blick auf Vorfeld VVS Klettpassagenausgang getätigt haben. Selbstverständlich darf man ohne Schutz nicht direkt reinschauen, aber keine Angst, euer Display kann ja nur maximal Helligkeit des Displays selber anzeigen. Thank you.
jetzt versuchen wir die Innenschalung zu erwischen. Also das Helle hier ist wirklich die Innenschalung, allerdings viel können wir davon nicht aufnehmen. Aber von der Webcam ist das wunderbar zu beobachten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.